werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Akesakt und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Manga Ersteindruck. Heute soll sich mal alles um den neuen Manga von Carlsen drehen, und zwar Rosenblatt. Ein Ding, wo ich tatsächlich schon ein bisschen drauf gespannt war. Doch zunächst mal klären wir, worum dreht sich überhaupt in Rosenblatt. Es dreht sich um Stella, die nach dem Tod ihrer Schwester komplett allein auf dieser Welt ist und nun auf der Suche nach einem Job ist. Jedoch eilt ihr relativ schnell einen Unfall, woraufhin sie in einem wunderschönen Anwesen aufwacht, welches bewohnt wird von mehreren vermeintlich etwas skurrilen Männern, die natürlich trotzdem alle richtig gut aussehen. Und relativ schnell wird sie dort auch angestellt als, ja, mehr oder weniger Hausmädchen. Doch was es genau mit diesen Männern auf sich hat, wird Stella erst nach und nach erfahren. Und ich hatte eben schon gesagt, ich war eigentlich ganz gespannt drauf, da mich Rosenblatt vom Cover ja so ein bisschen an Requiem of the Rose King erinnert hat. Ein Manga, den ich eigentlich recht gern mag, auch wenn man sagen muss, er hat gar nichts mit Requiem of the Rose King zu tun. Also auch, er liest sich auch nicht irgendwie ähnlich oder so. Das Ding ist kein historischer Drama-Ding, das ist halt wirklich ein Reverse-Harem-Shoujo-Manga mit Fantasy-Elementen. Ich würde sagen, beim Lesen hat es mich eher sehr an Diabolic Lovers erinnert, falls einer diesen Anime, und ich glaube, das war ursprünglich eine Visual Novel, falls das noch einer kennt, also ne, gut aussehende Typen, die, Spoiler, I guess, Vampire sind. Das ist halt so ziemlich von Kapitel 1 an klar. Und natürlich hat jeder dieser Typen Interesse an Stella. Und Stella findet nach und nach auch heraus, was mit den Aufschatten entwickelt, auch Interesse an einem der Vampire. Und ich muss sagen, an sich mag ich bei Rosenblatt das Charakterdesign von Stella. Das gefiel mir tatsächlich ziemlich gut und vor allem das Konzept der Nahrung für diese Vampire war irgendwie cool, mal was anderes. Und dann halt auch noch der Arzt, da muss ich sagen, gefiel mir ganz gut. Doch, trotzdem muss ich sagen, fand ich den ersten Band relativ schwach. Leider Gottes. Und zwar, ja, an sich mag ich Vampirgeschichten, das weiß jeder. Ich liebe das Sister and Vampire. Eigentlich wäre Rosenblatt genau was für mich. Ich meine, Reverse Harem und Co. Aber ich finde, dem Ding fehlt es so ein bisschen an einer eigenen Identität. Also es fühlt sich an wie etwas, was man so schon 100-mal irgendwie mal als Fanfiction oder mal als Kurzmanga gelesen hat. Es ist nichts Neues und es bringt auch jetzt nicht unbedingt Charaktere hinzu, die wirklich faszinierend sind. Außer vielleicht noch Stella, aber da auch hauptsächlich nur fürs Charakterdesign. Dazu ist halt auch irgendwie das Pacing so weird. Man kann es nicht anders beschreiben als weird. Also wirklich, als ich das erste Kapitel gelesen habe, dachte ich mir so, was? Es fühlt sich irgendwie so seltsam an vom Pacing her, leider Gottes. Und auch die Charakterinteraktionen sind irgendwie stellenweise, ja, unglaubwürdig, finde ich, wie Stella an einigen Punkten reagiert. Und einige Sachen sind mir dann auch von der Geschwindigkeit her wieder zu schnell. Aber was ich dann vor allem auch ein bisschen vermisse, weil gerade bei so Reverse-Harem-Dinger mit Vampiren oder allgemein so Vampirgeschichten für weibliche Leser, gibt es vor allem immer eine Sache, und zwar eine gewisse sexuelle Spannung. Und ich finde, die ist hier zumindest jetzt nach dem ersten Band nicht wirklich vorhanden. Also, ja, gut, vielleicht minimal, aber irgendwie, da fehlt so der gewisse Funken einfach, dass man wirklich sagen würde, bam, richtig geil. Gut, nun muss man sagen, es ist halt ein Shoujo-Manga und kein Josei-Manga, also wird es hier wahrscheinlich auch nicht zum, ne, kommen. Trotzdem, ich finde, da hätten ein bisschen mehr sexueller Spannung nicht geschadet. Und es macht mich wirklich schade, dass ich den ersten Band so schwach fand. Deswegen kommen wir nämlich halt jetzt mal zum Fazit. Denn an sich hatte er Potenzial. Ich werde wahrscheinlich auch zumindest noch den zweiten Band lesen. Ich mag ja auch tatsächlich die Cover ganz gerne. Was für mich ja meistens schon ein Grund allein ist, einen Manga zu sammeln. Aber trotz alledem fehlt es mir in Rosenblatt einfach am gewissen Etwas, das, und ja, ich kann das Ding so leider nicht empfehlen, auch wenn es ein bisschen versprechend ist, aber so, wie es jetzt steht, der erste Band kriegt von mir halt eine 5 von 10.
Er hat ganz nettes Artwork, ein bisschen interessant, ein interessantes Konzept mit der Nahrung, was aber auch nur irgendwie ganz nett ist. Und vielleicht ein bisschen so mysteriös, leicht, vielleicht. Aber dem Ding fehlt es einfach komplett an Persönlichkeit. Er macht per se nichts richtig falsch, aber ja, ich finde, das ist leider einer dieser Werke, wo man weder wirklich sagen kann, ja, das macht er falsch, das macht er falsch, das macht er falsch, weswegen ich ihm vielleicht einen Punkt oder so nur geben könnte. Aber er macht halt auch nicht wirklich was richtig. Er ist halt einfach da. Was schade ist, weil ich hatte mir halt wirklich viel auf, weil ich mag Vampire und ich mag halt die Cover. Also, ne, keine Empfehlung. Ich denke mal, der eine oder andere wird trotzdem Spaß haben. Ich weiß natürlich schon von einigen, die den ersten Mal richtig gut fanden. Ich muss aber sagen, in meinen Augen ist es das die 10 Euro halt beim besten Willen nicht wert. Ich habe in letzter Zeit irgendwie echt kein Glück mit Shoujo-Manga gefühlt. Aber ja, damit sind wir am Ende dieses Manga-Erstandrucks ankommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr Rosenblatt, wenn ihr ihn gelesen habt? Oder werdet ihr ihn euch noch holen oder steht ihr auf eurer Liste? Wie gesagt, gerne mit in den Kommentaren. Ansonsten über ein Abo würde ich mich freuen, über einen Daumen nach oben genauso. Bleibt schon viel zu sagen, außer Dank fürs Zusehen und ciao!